Es ist Punkt 5 Uhr. Ich stehe auf. Den Snooze-Button habe ich noch nie in meinem Leben betätigt. Ich schlafe immer in meinen Sportsachen, um am Morgen keine Zeit zu verlieren. Denn genau um Zeit geht es bei meinem morgendlichen Lauf. Es ist ganz genau 5.01 Uhr und ich bin draußen, um meine ersten 10 Kilometer für den Tag zu laufen. Da ich keine Geschwindigkeiten unter 34,7 km/h toleriere, bin ich um exakt 5.33 Uhr wieder zu Hause. Zeit für Hygiene. Ich springe noch mit Gewand in die Dusche. Um keine Zeit zu verlieren, ziehe ich mich in der Dusche aus. Das Wasser ist wie diese Welt. Kalt. Denn um meinen Testosteronspiegel anzuregen und um mich für die kommenden Herausforderungen des Tages abzuhärten, dusche ich immer mit einer Wassertemperatur von exakt 4 Grad Celsius. Ich wasche mein Gesicht, visualisiere, wo ich in 5 Jahren sein will und schreibe meine Ziele und Glaubenssätze auf ein Blatt Papier. Danach checke ich die WhatsApp-Gruppe und trade meinen Account von 36 Euro auf 13.000 Euro hoch. Endlich genug Geld für einen Porsche Cayman S. Das Geld spende ich im Anschluss an ein Obdachlosenheim. Ich steige aus der Dusche. Es ist 5.40 Uhr. Zeit fürs Frühstück. Ich entscheide mich wie jeden Tag für eine eigenkreierte, vegane, glutenfreie, unverarbeitete, low-carb, low-fat Mahlzeit. Es gibt Wasser mit Eiswürfel. 5.45 Uhr. Der erste Anruf des Tages. In der Leitung ist ein Abgeordneter aus der belgischen Regierung. Er will mir ein Investmentangebot für die Privatisierung einer Baufirma machen. Ich drücke ihn weg, denn am Morgen geht's nur um mich. Okay, ich gebe's zu. Meine Morgenroutine sieht ein wenig anders aus. Der Morgen macht den Tag und die Welt scheint besessen von Morgenroutinen zu sein. Wir sind immer auf der Suche nach dem nächsten Ding, welches uns produktiver und erfolgreicher machen wird. Dieses Verlangen nutzen viele aus und zeigen uns unrealistische Morgenroutinen, die im Endeffekt die Person im Video gut dastehen lassen, von der Realität aber fremder nicht sein könnten. Deswegen habe ich beschlossen, in diesem Video meine realistische und ehrliche Morgenroutine zu dokumentieren, in der Hoffnung, dass sich der ein oder andere etwas davon für seine Morgenroutine abschauen kann. Viel Spaß! Ich gehe jeden Tag zwischen Mitternacht und 1 Uhr ins Bett. Der Wecker läutet bei mir jeden Tag um 7:30 Uhr. Dann drücke ich in der Regel zwischen 3 und 5 Mal auf Snooze, manchmal auch öfter. Irgendwann wird mir das Ganze aber zu blöd und ich liege im Bett und starre an die Decke. Nach einer minutenlangen Verhandlung mit mir selbst schaffe ich es meistens zwischen 8 und 8:30 Uhr aus dem Bett. Ich arbeite als Selbstständiger und mein Einkommen setzt sich aus Videoaufträgen, dem Social Media Management für Firmen und den Erträgen aus meinen eigenen Social Media Kanälen zusammen. Das mag sich jetzt professionell anhören, aber bitte nicht falsch verstehen. Ich will hier jetzt keinen auf ultra krassen Unternehmer machen, ich bin einfach nur irgendjemand mit einer Kamera, aber ich fand es wichtig, das zu sagen, damit ihr wisst, warum ich jeden Tag verhältnismäßig spät aufstehe. Dadurch kann ich mir meine Arbeit frei einteilen und der allererste Weg führt mich zur Kaffeemaschine, da ich süchtig nach Koffein bin. Meistens aber mit einem kleinen Zwischenstopp, versteht sich. Kaffee ist übrigens das einzige, was ich bis Mittag konsumiere. Das stimmt nicht ganz, da ich direkt nachdem ich mir meinen Kaffee gemacht habe, in der Regel auch meistens ca. 10 Minuten Social Media konsumiere, um mein Gehirn mit einer gesundheitlich fragwürdigen Menge an Dopamin und Koffein gleichzeitig zu vermitteln, dass wir jetzt beide wach sind und schön langsam damit aufhören sollten, ein absolut unproduktives Stück Scheiße zu sein. Wie schon vorher kurz angesprochen, esse ich meistens den ganzen Vormittag lang nichts. Ich trinke lediglich Kaffee und Wasser. Darauf achte ich wirklich, da ich oft vergesse zu trinken und man nach dem Schlafen einfach geisteskrank dehydriert ist. Dass ich nichts esse, hat eigentlich keinen wirklichen Grund. Es ist eigentlich nur so, weil ich in der Früh einfach keinen Appetit habe. Jedoch ist das Ganze laut ein paar Studien sogar verdammt gut für die Gesundheit. Nach dem Aufstehen bis zum Mittag nichts zu essen, trägt sogar einen Namen und wird Intermittent Fasting genannt. Das Ganze stresst den Körper auf eine positive Art, so wie Sport. Das führt dazu, dass der Hormonhaushalt optimiert, Entzündungsvorgänge verringert und somit das Immunsystem gestärkt wird. Bitte aber im Hinterkopf behalten, nur weil das Ganze für mich funktioniert, heißt das nicht, dass es für euch auch gut funktioniert. Wenn ihr in der Früh ein Frühstück essen wollt, dann tut das bitte. Ich mache das schon mein ganzes Leben und wenn ich in der Früh Appetit hätte, dann würde ich so richtig ausgiebig frühstücken. Aber zurück zu meinem Morgen. Nachdem ich meinen Körper und meinen Geist halbwegs in die Gänge gebracht habe, fange ich an zu arbeiten. Ich check meistens zuerst meine Mails und check dann meine Notizen, weil ich mir dort meist schon am Vortag aufschreibe, was zu tun ist. Im Gegensatz zu vielen anderen beginne ich meistens mit den leichten Aufgaben. Ich weiß, dass man die schwerste Aufgabe zuerst machen sollte und das ein beliebtes Prinzip ist, auf das viele schwören, jedoch bin ich so früh nach dem Aufstehen einfach noch nicht bereit dafür. Ich mache dann meist die nächste Stunde oder die nächsten 2 Stunden einfache Aufgaben wie Schnitt, Mailverkehr oder Bildbearbeitung. Einfache Sachen, die wenig kreative Energie meinerseits erfordern.
dann mache ich erstmal Pause. Manchmal spiele ich mit meinem Hund, manchmal gehe ich an die frische Luft. Ich versuche mich möglichst nicht ins Bett zu legen und möglichst kein Social Media zu checken, da meine Pausen sonst schnell mal zu lange werden. Danach gehe ich ins Bad und mache die ganzen Dinge, die zum Leben ebenso dazugehören. Wie Zähne putzen, mich rasieren, meine Haare zu machen und meine Haut zu checken und mich selbst zu fragen, ob ich eigentlich immer noch in der Pubertät bin. Außerdem ist das auch der Zeitpunkt, wo in so ziemlich jedem anderen Morgenroutine-Video eine Produktplatzierung stattfindet. Das erspare ich euch hier aber. Wenn ihr mich supporten wollt, würde ich mich über eine positive Bewertung oder ein Abo wahnsinnig freuen. Ich bediene mich ein zweites Mal an der Kaffeemaschine und jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, an dem ich ins Fitnessstudio fahren würde. Ich liebe die Zeit am späten Vormittag, um den sportlichen Teil meines Tages zu erledigen, da ich dann den ganzen Tag nicht mehr daran denken muss. Außerdem habe ich am Vormittag auch nicht so viel Ausreden, weil da meist noch nichts dazwischen kommt, so wie am Nachmittag. Und ein weiterer Bonuspunkt, das ist auch die Zeit, wo im Fitnessstudio ziemlich wenig los ist. Das heißt, ich bin mit dem Training schneller fertig. Ich bin da auch ziemlich motiviert, da um diese Zeit fast nur Senioren dort sind und ich somit den Ladies vom Seniorensportverein beweisen kann, dass die Jugend von heute doch nicht so faul ist. Doch leider sieht die Realität, da wir uns in einer globalen Pandemie befinden und die Studios bei mir in Österreich geschlossen haben, ein wenig anders aus und ich muss auf ein Homeworkout im Badezimmer zurückgreifen. Sport ist mir persönlich wahnsinnig wichtig, da ich viel Zeit vorm Rechner verbringe und nackt gut aussehen will. Außerdem ist das Ganze richtig gut fürs Immunsystem und das ist derzeit, aber eigentlich immer, verdammt wichtig. Mein Training dauert in der Regel meistens zwischen 45 und 60 Minuten. Wenn ich damit fertig bin, springe ich in die Dusche. Ich dusche warm und meistens viel zu lange, da ich dort meistens irgendwelche Videoideen oder sonstiges habe. Auch die Idee für das Video, welches ihr gerade seht, entstand in der Dusche. Jetzt ist meistens der Zeitpunkt, wo ich all meine drei Gehirnzellen gleichzeitig benutzen kann und jetzt verrichte ich im Normalfall den kreativen Teil meiner Arbeit. Das sind Dinge wie Skripts schreiben, Videokonzepte planen oder Ideen für Social Media sammeln, also alles, wo ich auch ein bisschen denken muss. Wenn ich das dann erledigt habe, habe ich meistens unglaublichen Hunger und bin bereit, mich meinem Mittagessen zu widmen. Mir ist bewusst, dass meine Morgenroutine wahrscheinlich nichts Besonderes ist und ich auch nicht wirklich der krass produktivste Entrepreneur bin, der um 4 Uhr morgens aufsteht und von dem jede Sekunde des Tages sorgfältig geplant ist, aber ganz ehrlich, ich bin mit meiner derzeitigen Situation und mit meinem derzeitigen Lifestyle verdammt zufrieden. Liebe Freunde, ich hoffe, euch hat meine Morgenroutine gefallen. Das war wirklich absolut ehrlich und mir war es auch wirklich verdammt unangenehm, mich zu filmen, weil ich das Ganze wirklich direkt nach dem Aufstehen gefilmt habe. Und so schaue ich aus, wenn ich aufstehe. Mich so ins Internet zu stellen, ist nicht unbedingt eines der angenehmsten Dinge ever, aber alles cool. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr fandet das Video cool. Wenn ja, dann bewertet dieses Video bitte positiv und abonniert meinen Kanal, weil hier kommen mindestens einmal pro Woche richtig krasse, richtig nice Videos online. Und wenn ihr davon nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Folgt mir auf TikTok, folgt mir auf Instagram. Ich bin dort überall richtig aktiv. Dann würde ich vorschlagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und einen wunderschönen, was auch immer gerade bei euch ist. Ciao!